Hier waren die Türen, hier war der Hund. Der bringt uns auch nichts mehr. Der Chip hängt im Kronleuchter. Ich komme so nicht heran. Vielleicht kann ich ihn irgendwie herunterstoßen. Stoßen. Ja, aber... hier ist ja auch nix. Hier ist auch kein Hinweis. Gucken wir nochmal hier rein. So, hier haben wir... Nein, ich will da jetzt hier rein. So. Genau, hier hat man die Tiere. Hier fehlen uns ja noch insgesamt, also ich würde jetzt sogar sagen, uns fehlen noch, ja gut, hier steht jetzt, einer dieser Chips fehlt. Einer, okay, ich dachte mehrere. Oh Mann, 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 oh Mann. Jetzt muss ich das Feuer noch anzünden. Ja, aber du kannst doch nichts anzünden hier. Du hast doch ja nichts. Du hast zwar eine Axt, die dir aber nicht viel bringt. Du hast einen Sack, der dir nicht viel bringt. Du hast ein Messer, was dir nicht viel bringt. Wenn wir das wenigstens anzünden können, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Hier gibt es auch nichts. Hier ist wirklich nur... ne? Hier brauchen wir den Hebel und ich vermute mal, dass das der Hebel sein wird. Aber wir kommen nicht heran. Und hier drin müssen wir noch... Ich probiere jetzt noch mal kurz... Nee. 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 Das ist ja aber nicht hier einfach so... ne? Einfach mal hier so reinpiekst oder eben hier so reinsticht, um das Ei zu holen. Kann ich vielleicht. Ja. Na super, ey. Das ist ja hier mal wieder sehr interessant. Suchen wir uns wieder wie verrückt hier durch und durch. Und zum Schluss ist es wieder so sichtbar, wo man denkt so, ja, okay, gut. Hier brauchen wir den Hebel. So. Hier brauchen wir dieses Symbol. Hier brauchen wir eine Nuss. Hier brauchen wir einen Korkenzieher, weil man ja nicht reinpieksen kann und rausziehen kann. Das geht nicht. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht jetzt ein neuer Hinweis? Aber nein, doch nicht. Hier gibt es auch nichts, hier gibt es auch nichts. Da ist nichts, da ist ja nichts, da ist auch nichts. Eieieiei. Dass man den Sack aber auch nicht zerschneiden kann. Ah, ich würde ja gern versuchen, hier vielleicht den Sack kaputt zu machen, dass da hier vielleicht was rauskommt, aber es kommt ja nichts raus, hier gibt es ja nichts mehr, alles für die Katz. So, hier gab es auch nichts. Hier gab es auch nichts. Hier auch nicht.
Hier auch nicht. Oh Mann. Ich will jetzt aber natürlich auch noch nicht den Tipp benutzen. Ach Mann, das ist jetzt schon sehr knifflig. Weil ich gerade wirklich nicht weiß, was ich hier groß noch tun soll. Ja gut, ich würde mal sagen, ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, gucke mich nochmal kurz hier um, ob ich irgendwo was finde und melde mich gleich wieder. Und ja, bis gleich. So, willkommen hier zurück bei Let's Play Haus der Tausend Türen, das Juwel des Zarathustras. Wir hatten eine ganz kurze Pause gemacht und ich habe mich umgeguckt und ich könnte mir eigentlich in den Hintern beißen. Vielleicht haben es auch schon einige von euch geschrieben. Denn ich habe mich hier nochmal genauer umgeguckt und ich habe dies gefunden. Wenn ich dort etwas Schweres platzieren würde, könnte es den Wasserfluss stoppen. Ja, hätte ich mal eher drauf gedrückt, ne? Wüsste ich auch, wie es weitergeht. Aber gut, ich werde jetzt einfach mal den Sack da hinlegen. Voila. Das Wasser ist, ja, es läuft nicht mehr. Und wir müssen aber trotzdem wiederum immer noch eine Möglichkeit finden, hier, es zu schaffen, dass wir diese Münze bekommen. Aber das habe ich wirklich nicht gewusst. Ich habe da jetzt einfach mal rumgeklickt und habe gedacht, kannst ja mal draufklicken, und dann stand halt da etwas Schweres. Und dann dachte ich mir, okay. Und es hat ja auch funktioniert, was sehr gut ist. Und jetzt stehen wir trotzdem wieder an der gleichen Stelle wie vorher und wissen nicht, wie es weitergeht. Aber ich dachte, man kann mit der Axt vielleicht den Korken raushauen. Das ist. Aber es geht leider nicht. Oder vielleicht das ganze Ding kaputt machen. Ja, dass man da einfach mal mit einem großen Satz draufhauen und das ganze Fass zerstören. Weil was soll schon Schlimmes passieren? Außer dass halt, ja, die Münze rausfällt. Aber pff. Das ist ja egal. Wir brauchen ja die Münze sowieso. Und ja. Soweit habe ich jetzt noch nicht nachgesucht, sondern wirklich nur diese Stelle, wie wir da irgendwie vorankommen. Aber wie wir schon mitgekriegt, es hat uns nicht wirklich viel gebracht. Wir stehen wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Super. Ja. Yeah. Okay, wir haben das Wasser jetzt abgedreht. Das ist erstmal ein großes Hey-Ho. Ein großes Plus. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich dann hier jetzt hier weitermachen kann. Das Wasser ist weg. Es läuft nicht mehr runter. Aber wir haben hier sonst nichts, was wir nutzen können. Weil wir müssen wirklich diesen Korken rausziehen. So, hier das Eichhörnchen müssen wir natürlich auch verjagen. Wie genau ist auch noch unklar. Jawohl, gut. Wie genau ist eigentlich klar, denn wir brauchen diese Nuss hier, aber da die gute Kate nicht wirklich Lust hat, hier drin rumzukrümeln, ne, wird das etwas schwieriger werden. Können natürlich auch so einen Hahn nehmen oder ja, Hahn nehmen und dort reinstecken. Stopf. So, uns fehlt noch ein Ei, aber was hat das mit den Dingern zu tun hier, mit den
Das sieht mir so aus, als ob wir damit irgendwas machen können. Eine Leiter oder sowas. Hier liegt an sich auch nichts mehr rum, außer eben dieser Kasten mit Eiern. Mit ganz vielen Eiern. Hier liegt auch wieder so ein Teil. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob das was damit zu tun hat, dass wir uns damit eine Leiter machen können. Also sonst hätten wir es ja schon längst einsammeln können. Das geht auch nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht, das Messer, okay. Das Seil zerschneiden, nein, leider nicht. Wäre, ja gut, ob es eine gute Idee wäre, das wäre zweitens, aber was ist das? Das ist nix, schade. Okay, was haben wir denn noch? Hier haben wir nicht die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Hier können wir Feuer machen. Ja, das leuchtet super dorthin. Hier liegt auch nirgendwo was rum. Ja, hier ist der gute Gabriel. Den brauchen wir allerdings jetzt nicht. Okay, hier waren wir schon. Da gehen wir jetzt nochmal hier hin. Eine Leiter. Ja, natürlich, eine Leiter. Ich weiß schon Bescheid, aber... Wie soll ich denn bitte schön eine Leiter holen? Der Vogel reagiert auch nicht. Die Mäuse kann ich jetzt... Die Mäuse kann ich jetzt auch nicht einfach so kusch, kusch, kusch machen. Und ansonsten kriege ich jetzt auch keinen an sich Hinweis, wie eben mit der Mühle, wo ich halt weiß, aha, das Wasserrad kann ich so und so anhalten. Weil ich natürlich dann selbst rausgekriegt habe, also ich habe keinen Tipp verwendet, das schon mal im Voraus. Wir versuchen ja, wenn möglich, ohne sowas auszukommen. Und wenn es so ist, dann werdet ihr das sehen, ob ich einen Tipp verwende oder nicht. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich hier einfach so alles per Tipp so, ja, ich bin jetzt voll hier Superman und ja, yeah, Tipp, alles toppi. Wer die anderen LPs schon gesehen hat, der weiß, dass wir da immer so ein bisschen drauf achten, dass wir keine Tipps verwenden werden müssen. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie ich hier jetzt weiterkommen soll. Also es ist ja so, sobald man eins entdeckt hat, denkt man sich so, ey, super. Aber hier geht nichts, da geht nichts. Heißes Wasser. Wo soll ich denn jetzt bitte schön ein Streichholz herbekommen? Ey, echt mal, wo soll ich denn das jetzt hier herbekommen, um hier Feuer zu machen? Ach nee. So. Gabriel, hast du Feuerzeug für mich? Kann ich hier nochmal was machen? Nein. Okay, wir gehen nochmal raus, gucken jetzt nochmal jede Gegend in Ruhe an. Das geht nicht. Okay, hier geht auch nichts. Hier haben wir das Gemälde, was uns auch nichts bringt. Schade, wenn es hier wäre, cool jetzt, wenn dort irgendwo Streichhölzer rumliegen würden bei dem Gemälde. Natürlich. Bei dem Gemälde gibt es Streichhölzer, das wäre mega. Hier haben wir das Messer gefunden, aber mehr auch nicht. Hier finden wir auch nichts. Wir können uns halt die Bilder angucken, weil sie halt schön sind. Hier bei der Leinwand kann man auch nichts machen. Das Seil hat man bereits abgeschnitten. Hier ist nichts, da ist nichts. Im Schuppen befindet sich auch nichts mehr. Also ich drücke jetzt hier wirklich wahllos überall rum, um zu sehen, ob was passiert. Aber hier passiert gar nichts. Ja, nichts passiert hier. Ja, nichts. Aber wir müssen irgendwie die Spinnweben loswerden. Und mit die Möglichkeit, die wir eigentlich hätten haben können,
Funktioniert nicht. Ja, warum denn nicht? Dann schubst doch einfach das Ding an und dann fällt das automatisch runter, je nachdem, wie gut die dagegen schubst. Ah, Der Bär, der gibt uns leider auch nichts. Hier gibt es ja nichts mehr. Das hat man aufgemacht. So ist auch schön, dass das offen ist. So wie wir es gemacht haben. Hier liegt jetzt aber auch nichts rum. Ne, also wir haben jetzt wirklich nur dieses Bild hier mit den ganzen Tierenknöpfen. Chips. Mit den Chips. Knabberchips. Und hier rum liegt auch nichts. Das Steuerrad kann man nicht einsetzen. Das kann man nicht. Das kann man auch nicht. Die ganzen Dinger wieder rausnehmen. Wäre unlogisch, aber man kann es ja mal probieren. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich jetzt doch mal einen Tipp verwende. Aber, naja, ich weiß nicht so genau, ob ich dies tun soll, weil nicht, dass es dann so easy going ist, wo man denkt, ja, toll, das hätte ich auch so rausgekriegt. Wobei ich hier gerade wirklich am, Wir brauchen Feuer, genau. Wir haben eine Steinaxt, haben kein Feuer. Steinaxt. Normalerweise würde ich jetzt damit versuchen, irgendwie wie so feuersteinmäßig Feuer zu machen. Hier können wir nichts ausbuddeln, weil die Gute ja nicht ihre Hände reinstecken will, um das Ding rauszuziehen. Einfach so, zack, rausziehen. Fertig. Nee. Macht sie nicht. Hier haben wir auch nichts. Hier kann man auch überall anklicken. So, hier gibt es auch nichts, da gibt es auch nichts. Ich werde da nicht schlau draus. Wieso kann ich das nicht einfach so kaputt machen? Einfach so bam, kaputt und weg damit. Was haben wir hier? Ja gut, dort haben wir die Eier, die uns natürlich noch fehlen, weil wir nicht an das blöde Ei rankommen. Weil die Olle sich sagt, nee, ich fasse das nicht an. Es ist schwierig, schwierig, schwierig. Muss ich sagen, es ist sehr schwierig jetzt. Hier sagt sie, vergraben, ich muss sie ausgraben. Ja, ausgraben, aber du hast doch keine Schaufel, Mädel. Wie willst du das denn ausgraben? Zumal mit den Sachen, die wir jetzt erst haben. Nicht erst nach 3, 4, was weiß ich, Sachen später. Hier müssen wir rankommen, dafür müssen wir ja das nette Eichhörnchen wegkriegen, kommen wir aber auch nicht ran, weil uns eben noch was fehlt. Den Korken kriegen wir nicht los. Jetzt gucke ich hier nochmal. Hier fehlt halt nur der Hebel. Der Griff. Der Griff. Nicht der Hebel, oder? Ja, der Griff. Genau, der Griff. Das ist ein Haus, was einfach nur rumsteht, wo wir nirgendwo hinkommen. Und der Holzfäller-Typ ist ja eigentlich auch schon weg. Also da ist er einfach, hat sich ja verpisst. So wie, ja, hier, ich geh mal, tschüss. Sieh alleine klar, wie du weiterkommst. Ja, dankeschön. Genau, was in dem Buch steht, wissen wir auch noch nicht, weil wir ja immer noch nicht